Dann gibt es große Zeichen. Zu diesen großen Zeichen gehört, dass Al-Mahdi vom Osten kommen wird, liebe Geschwister. Er wird 7 Jahre bleiben. In dieser Zeit, wo er regiert, gibt es Reichtum im Überfluss. Und es wird Gerechtigkeit walten. Al-Mahdi wird ein Khalifat anführen, wie zu dem Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch Ad-Dajjal wird kommen aus dem Osten. Merkt ihr, von wo die Fitan immer kommen? Aus dem Osten. Von wo kamen die Khawarij? Aus dem Osten. Daesh kommt von wo? ISIS? Aus dem Osten. Von da kommt das Übel, liebe Geschwister. Isa alaihi salatu wasalam, Jesus, wird herabsteigen in Damaskus. Er wird nach der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten und er wird das Schwein töten, das Kreuz brechen und wen töten? Den Dajjal. Mit ihm wird die erfolgreiche Gruppe kämpfen. Allahu Akbar, was für eine Ehre für diese Leute. Wenn Jesus herabkommt, so wird es eine Ta'ifa Mansura geben, die errettete Gruppe. Diese werden mit Isa alaihi salatu wasalam mit ihm kämpfen gegen die Feinde. Und auch Ya'juj und Ma'juj werden auftreten. Vom wo? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich finde es erstaunenswert, dass uns heute Leute erzählen, dass sie mit ihren Satellitenanlagen alles sehen. Taib, wo sind Ya'juj und Ma'juj? Sind sie nicht schon da? Ja oder nein? Wo sind sie? Ha? Super Satellitenanlage, dass ihr ganze Völker nicht mal sehen könnt. Subhanallah. Aber die finden ein Blackbox von einem Flugzeug. Dann wird es 3 Erdrutsche geben, liebe Geschwister. Und der Rauch wird einer der großen Zeichen sein. Und auch, dass die Sonne vom Westen aufgeht. Und das Feuer, welches die Menschen zum Versammlungsort treiben wird.